Meine Damen und Herren, willkommen zu Kona. Wir befinden uns gerade in den nördlichen Gebieten Kanadas, da wo es kalt und windig ist. Das Jahr ist 1970. Alles, was ich weiß, ist, dass ich ein Detective bin, der in dieser Gegend seltsame Ereignisse untersuchen sollte, und der Rest ist offen. Also schnall dich an, beziehungsweise lehn dich zurück und komm mit mir auf diese spannende Reise durch Kanada. Auf geht's! Carl Faubert, private detective, had just traveled thousands of kilometers from Montreal to reach this remote middle-of-nowhere area, situated near the far northern Lake Etobicoke. Granted, this was a great distance to cover for a sole client, but word had it that he was a particularly wealthy one. Ah, meine Güte, war das eine lange Fahrt bis hierher von Montreal. Karl mag das nicht. Karl, hast lange Fahrten, aber gut, diesmal soll es sich ja lohnen. Der Klient ist sehr reich. Hier, meine Sachen. Warum habe ich sie ausgebreitet? Ich weiß nicht. Carl had to drive a bit further north in order to meet with wealthy industrialist William Hamilton. Genau, William Hamilton ist nämlich mein Ziel. Gut, dass meine Gedankenstimme mir alles nochmal erklärt. Meine Güte, was ist das da? Das ist mein Journal, meine Kamera ist hier, okay. Meine Zigaretten ist ganz klar. Warte mal, weg mit der Map. Hamilton was a prosperous owner who had acquired various businesses as well as metal mines in this northern region. Ah, genau, das wusste ich natürlich schon. Das wusste ich. Kopfstimme. Zigaretten, die sind äußerst gesund für mich, ja. Hamilton is waiting for Carl in the general store. There was time for him to get down to business. Okay, wir müssen zum General Store. Die Pause hier scheint jetzt vorbei zu sein, aber ich weiß nicht, wir stehen doch jetzt hier mit unserem Auto. Irgendwie kommen wir hier nicht weiter, denn da ist eine Schranke, Mann. Lake Etobicoke. In 2 Meilen gibt's die nächste Tankstelle. Carl was meeting his client in a store near this area. He was on the right track. Ja, ich war auf jeden Fall richtig hier. Also, ich bin richtig, meine ich. Ich lass mich gar nicht irgendwie von dieser Stimme aus dem Takt bringen. Hamilton never mentioned a roadblocking barrier. Why was it needed here in the back of beyond? That would, however, be a mystery for another day. Carl had waited long enough for someone to come and raise it. Ja, ich hab lang genug gewartet, Mann. Irgendwann muss das Ding nochmal aufgehen. Ich muss es einfach nur aufknacken. Komm schon, ich hab keine Kneifzange. Warte mal, was haben wir denn alles so dabei jetzt? Wir haben Equipment, eine Kamera, eine Karte, ein Journal und eine Taschenlampe, also ein Tagebuch quasi. Mit dem Journal, das ich meinte gerade eben. Was ist denn das für ein Häuschen? Sitzt jemand drin? Hallo? Mein Name ist Karl. Ich möchte jemanden anrufen. Hamilton no doubt knew who managed the barrier. Carl wanted to give him a call, but that would have been too easy though, as sure enough the line was acting up. Na toll. Die Leitung ist tot. Was ist denn das hier? Manastar... irgendwas? Manastan. Ah, es wird gut sein. Natürlich ist alles auf Englisch, denn wir sind in Kanada. Ich muss mich daran gewöhnen, meine Güte. Gut, lesen wir uns das mal durch. Achso, haben wir schon. Was ist das? So, die Broschüre sagt, Nord-Quebec ist wirklich super und hat viele Ressourcen. Die Provinz von Quebec hat viele Ressourcen. Viele natürliche Ressourcen. Meine Güte. Das ist ein ganz schön schwieriger Text für mich. Auf jeden Fall sind wir im Herz der Wildnis. Das ist cool. Sollten wir uns merken. Manastan. Okay, die Leute aus Manastan wollen mich sehen. Die wollen mich treffen. Die sind total nett. Interessant, cool. Okay, hier ist die Map der Umgebung. Die habe ich ja auch hier irgendwie. Warte. Hier ist meine Map. Aha, oh, hier ist die Tankstelle. Ne, da oben ist sie. Wir sind da unten. Mhm. Na gut, weg mit dieser Map. Dann würde ich mal sagen, schauen wir uns hier ein bisschen um. Wir müssen diese Schranke knacken. Wir müssen sie öffnen, quasi. Und wahrscheinlich finden wir hier was. Oh, eine Glasflasche. Was mache ich denn damit? Was kann ich denn mit der Glasflasche machen? Oh, ich habe schöne Schuhe an heute. Hm, genau richtig für einen Ausflug. Hey. Ja, sehr interessant. Inspect. Gut, das sind auf jeden Fall ein paar
Gesichter mit Maskenbemalungen. Sehr interessant, wow. Und gibt's da oben irgendwas zu sehen auf diesem Ausguck? Das wär's. Oh, Treppensteigen, ich bin nicht mehr der jüngste Mann. Beziehungsweise der fitteste. Ich hab keine Ausdauer für sowas. Hey, die schottische Flagge oder was? Emperor Duplessis, in spite of his conservative agenda, did a good job in colonizing the rural north, which helped to re-establish the region as an integral part of the province of Quebec. The blue fleur-de-lis could be seen fluttering in the wind here and there, taunting the red Canadian flags on the other side of the province's boundaries. Okay, ich verstehe. Doch nicht Schottland. Was haben wir denn hier in dieser Kiste? Oh, da haben wir doch genau das Werkzeug, das wir brauchen für da unten. Und was ist das? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Dieser Werkzeugkasten ist für mich uninteressant. Na gut, lassen wir das Auge mal kurz schweifen und gucken mal, was wir jetzt aufgesammelt haben. Also, wir haben das, ist egal. Journal usable, wir haben hier Zigaretten auf jeden Fall. Special. Ah, guck mal, Polaroid-Film haben wir dabei, eine leere Flasche. Firestarter Matches. Und ein Pinzer, also so eine Zange. Das läuft, so ein Knipser. Ach, diese alte Fahne. Na gut, ich kümmere mich nicht weiter drum. Die Leute in Quebec wissen schon, was sie tun, nicht wahr? Ich meine, ja, auf jeden Fall. Wir kommen jetzt quasi aus dieser Richtung. Sehe ich das richtig? Was steht denn da? Chibougamau. Chibougamau. Not once before had Carl imagined he would one day drive past Chibougamau, further away to the north. Tja, das hätte ich niemals für möglich gehalten, dass wir da irgendwie mal durchkommen. Ja gut, mein alter Chevrolet ist so wundervoll. Kann ich hier hinten was draufladen? Oh, natürlich, Deposit und Withdraw. Lass mal irgendwas reinlegen, ich weiß nicht, die leere Flasche oder so. Ja, Firestarter, keine Ahnung, Weight 12%. Noch können wir ja ganz viel tragen und ich find's auch gut, guck mal. Dass hier unser Status angezeigt wird. 100%, 100%. Wir sind nicht gestresst. Wir haben noch viel, viel, viel Platz in unseren Taschen. Also. Oh, warte. Na? Hamilton never mentioned a roadblocking barrier. Why was it needed here in the back of beyond? That would, however, be a mystery for another day. Carl had waited long enough for someone to come and raise it. Ja, manchmal wiederholen sich meine Gedanken. Das kann schon mal vorkommen. Los, machen wir das auf. The cutters made quick work of the chain. What better way to investigate vandals than to get into their shoes, Carl, the professional vandal thought, reveling in the irony of the situation. Ach ja, die alten Randalen. Was würden sie bloß tun? Jetzt bin ich selbst ein Randale. Ach Mensch, ist das witzig. Steigen wir mal ins Auto ein? Und dann können wir auch weiterfahren. Auf in den Norden, wir müssen zum General Store. Ja, okay, läuft. William Hamilton enjoyed a lavish country house built in the very heart of the northern forests. Not too far from here. Warte mal kurz, warte mal ganz, ganz kurz. Wir müssen kurz nochmal anhalten. The local populace was divided when it came to the affluent man. Some saw a wealthy philanthropist dedicated to improving the region's economy. Others an aging Englishman who would do anything to further his fortunes. And those ones hated him enough to go on about scheming against him. Okay, warte mal kurz. Ich möchte gerne noch was umstellen, denn die Stimme in meinem Kopf ist ein bisschen zu leise. Lass das mal so machen, okay? Okay, cool. Und da können wir auch schon weiterfahren. Die Straße gen Norden. Oh, ich bin gespannt, wie lange das jetzt noch dauert. 2 Kilometer bis zur nächsten Tanke. Das geht ja noch klar. Oh Gott, es schneit auf einmal. Ich habe gar keine Schneereifen drauf, keine Winterreifen, meine ich. Carl was not made aware that winter would come early this year. The North made clear who was the boss up there. Snow, which didn't care much about the date when it felt like dumping its first load of the year. Ja, auf einmal war meine Stimme wieder ganz schön laut im Kopf. Ich weiß auch nicht, was das soll. Wir müssen also damit klarkommen. Gott, ich sehe gar nichts. Ich muss langsamer fahren. Ja, hoffentlich kommt mir niemand entgegen. Hallo. Immer schön rechts halten. Oder warte mal, fahren die Leute in Kanada links? Hamilton had recently acquired a
But the last straw was the reopening of a mine, which gave rise to a wave of protests and threats from the Cree people. Okay, ich weiß auch nicht. Wir reden über Herrn... Oh, hey! Oh mein Gott, da war jemand. Ich bin hier nicht allein, okay. Weiterfahren. Alles ist ganz normal. Kann ich hupen? Nee. Given these circumstances, Carl reckoned that a good number of people must be feeling compelled to oppose Hamilton in one way or another. So far, only the industrialist's house had been a target, but soon enough, Carl thought, the target would become the man himself. Okay, Hamilton hat irgendwas gemacht. Ganz ehrlich, wir müssen uns um ihn kümmern. Das geht so nicht weiter, ne? Das klappt einfach nicht. Wir sind jetzt in der Manastan-Region. Das heißt, die Leute wollen uns treffen. Die sind ja so herzlich hier. Mal sehen, ob wir jemanden kennenlernen. Oh Gott, ist das rutschig hier. Okay, Eastern Atami-Pack. Gut, ich denke, wir sind gleich da. Oh Gott, eine Kurve. Na, vorsichtig. The truck was running on fuel. Good thing that the general store was close by. Ja, wir haben nämlich gleich kein Benzin mehr. Das ist das Problem. Ja, oh Gott. Huch, da steht ein Auto. Können wir hier aussteigen und kurz mal tauschen? Ich weiß nicht. Now wasn't a good time to wander about. Hamilton was still out there. Ja, na gut, dann fahre ich halt weiter, meine Güte. Ist ja kein Problem. Muss ich jetzt hier rein? Okay, General Store erreicht. Gott, ist das verschneit hier. Fahr ein bisschen weiter, ein bisschen rückwärts jetzt. Warte. Hab mich ein bisschen verkeilt. So. Wir haben es geschafft. Oh, ist mir kalt hier. Oh. So. Ist hier jemand? Hallo. 100. Nee, warte mal, 1553, also 1553, Light 15 Cents. Oh, was ist das denn? A milkman had to drive by every week to fill the bottles. The fresh milk indicated a recent visit. Aha, der Milchmann also. Der Milchmann hat seine Milch hierhin gedroppt. Diese Umgebung braucht auf jeden Fall einen Milchmann. Da hinten ist eine Toilette, ein Klohäuschen. Hey, hier sind Spuren. Das sieht aber nicht cool aus. Gut aus, meine ich. Hey, was ist das denn? Pfeil? Der brennt vor allen Dingen so ein bisschen. Fotografieren wir das mal. Sehr schön. Ein Bild von einem Pfeil. Das behalte ich auf jeden Fall. Kann ich hier reingehen? Hallo? Hallo, sitzt da jemand drin? Keine Ahnung, Mann. Und wieso ist hier ein Pfeil an der Fassade? Okay, wir... Okay. Wahrscheinlich gab es hier einen Indianerüberfall oder sowas. Mit brennenden Pfeilen haben sie rumgeschossen. Was ist hier passiert beim General Store und was soll das hier? The Polaroid, Carl's longstanding and faithful ally, has seen a share of husbands caught red-handed cheating. There's always something out there waiting to be snapped away. Na, mein Polaroid und ich, wir machen das. Ich habe auf jeden Fall dieses komische Ding fotografiert. Ich behalte's mal. Oh, da sind Wölfe, oh Gott. Maintaining his composure, Carl recalled something from his military training. Wolves always stay away from populated areas. Wait, was it about bears? Was ist denn das nun, Wölfe oder Bären? Wer bleibt jetzt weg von bevölkerten Bereichen, keine Ahnung. Das heißt aber vielleicht, dass hier niemand mehr übrig ist. Was ist das, ein Zettel? Hate was in the air. Seems like some villagers barely tolerated each other. Okay, warte mal, was? Let it be known, you're nothing more than a brigand, a robber, a garbage hoarder, a viper, a leech, a monster. You're holding a knife at my throat. Too bad for me, but... Irgendwas... Okay, irgendwer hat irgendein Problem. Na, soll nicht mein Problem sein. Ich will doch bloß Hamilton treffen. Ist der nicht hier drin? Geht das Ding an? Keine Ahnung. Lass mal reingehen hier. Hintereingang, hallo, das ist ganz normal. Ich bin's. Oh, endlich wieder schön warm hier. Naja, was heißt schön warm?
Ein bisschen wärmer als draußen. Kann ich die Tür nicht zumachen? Okay. Was haben wir denn hier? Okay, so kann ich auf jeden Fall... Hey! An explosion suddenly occurred outside. Draußen ist was explodiert. Was zur Hölle? Das war ganz schön komisch. Ich brauche eine Taschenlampe. Moment mal kurz. Taschenlampe? So, Licht ist an. Ich sehe alles. Erstmal sammle ich das ganze Zeug hier ein, ne? Ist klar. Okay, es ist einfach nur Werkzeug und Nägel und sowas. Passt schon. Können wir das anmachen? Turned off. Erstmal reingucken, die Sicherungen sind rausgeflogen. The note explained that the garage and the store couldn't be supplied with electricity at the same time. Ah, okay. Wir müssen also entweder ein Gebäude oder das andere versorgen mit Elektrizität. So. Was ist explodiert hier? Was ist denn passiert? Sag nicht, mein Reifen ist geplatzt oder sowas. Megamar. Das hört sich irgendwie bekannt an. Keine Ahnung, kenne ich irgendwoher. The pumps wouldn't surrender their divine nectar so easily. In all likelihood, they had to be switched on from inside the store. Ah, wir müssen also die, die Zapfsäulen anmachen. Ich verstehe. So, Eleignis vos Zigarette. Okay, gut, was auch immer das für eine Sprache ist. Wahrscheinlich Französisch. Okay, wenn ich gestresst bin, bin ich nicht sehr konzentriert auf jeden Fall. So, Licht. Wir brauchen auf jeden Fall hier drin mal ein bisschen Licht. Das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Lass doch mal jetzt hier den Hebel umlegen. Warte mal, was ist denn das? Store, Garage und an. Und an. Und Main Power. Mains. Keine Ahnung, geht hier das Licht irgendwie an? Was ist das denn? Das ist doch wirklich ein Durcheinander hier. Ein großes Durcheinander. Irgendwie kriegen wir das Licht hier nicht an. Ich weiß nicht, warte mal, vielleicht jetzt. Warum geht das nicht, Mann? Was ist hier bloß los? Wenn wir also die Garage ausmachen. Ah, on. 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 Okay. Generator. Main Power. Haben wir jetzt Strom hier? Meine Güte, ich weiß es nicht. Warum geht das nicht? Gott, ich bin kein Elektriker. Was soll das? Hier steht doch. On, off. Off. Wahrscheinlich muss der Generator turned off. Generator mains. Aha. Okay. Das ist jetzt auf jeden Fall richtig. Off und on. Off und on. Turn on. Turn off. Rein theoretisch müsste es jetzt funktionieren. Bitte. Och, das gibt's doch gar nicht. Wir gehen mal kurz zur Garage. Nach draußen, weil... Hier kommen wir gerade echt nicht weiter, Mann. Was ist mit dem Generator? Mit dem Generator, der muss angemacht werden. Ah, wir müssen den fixen, Mann. Da ist irgendwas durchgeknallt. Natürlich. Carl was no electrician, but he could identify a wiring problem when he saw it. Ja, ja, ich bin zwar nicht bewandert auf dem Gebiet der Elektrizität und der Verkabelung, aber ich erkenne das Problem. Das ist schon in Ordnung. Lass uns doch mal schnell die Garage anschauen. Carl, der Detektiv, versucht also in der eiskalten Wildnis zu überleben und jetzt muss er also einen Generator wieder in Gang bringen. Das verspricht spannend zu werden. Ich hoffe, es hat dir bis hierhin gefallen, denn ich finde es echt sehr interessant. Kona ist schon echt ziemlich geil. Also muss ich sagen, ich weiß ja nicht, was uns jetzt noch so erwarten wird. Auf jeden Fall Wölfe, brennende Pfeile und ein verschwundener Hamilton. Hoffentlich finden wir den wieder und ja, bis es soweit ist, also in der nächsten Episode. Vielen Dank fürs Zuschauen, macht dir noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!